Hallo Leute, tja, da ist nicht mehr viel drin in der Kiste. Yeah. Die nehmen wir erstmal aus, die 22 wird gezündet. Danke, dritte Hand. Hier, zünden. So Freunde, es geht los mit ein paar Würstchen hier. So, eingeschnippelt hier. Immer schönes Kreuz hier, so die kleinen Mini-Würstchen habe ich hier geschnappt. So, andere Seite auch nochmal gelunzt. Boys. So, schönes Kreuz rein und dann legt man wieder zu den anderen. Hey, hier geblieben, du Lümmel. Nächsten Pringel nehmen und auch nochmal einritzen. Ja, das macht man dann mit allen, ne? Versteht sich ja, eh? Oh, und der Bacon, jawohl. Halbieren, Lümmel nehmen und schön einwickeln hier. Schön rum die Fahrt hier. Jawohl. So, schon ist fertig, ja? So gut wie. So, geparkt hier. Pixer nehmen, durchlümmeln und dann schön aufspießen, die ganzen Dinger. Immer der Reihe nach, jawohl, hier kommt keiner zu kurz, Freunde. Ja, oh, da ist die ganze Parade. Und Peaks, richtig. So, und oben drauf Mini-Zwiebelchen. Ne? Ist kein Mozzarella oder so, das bringt nichts auf den Grill. So, und drauf damit hier. Barbecue-Sauce nehmen. Auch ein bisschen Farbe geben, ne? So. So anmalen hier. Kleine Weihnachtslackierung. Darf natürlich nicht fehlen. Richtig, Jungs. Das wird die Deko für unsere Cocktails. Right. So, nehmen. Umgedreht hier. Die andere Seite darf natürlich nicht fehlen, Freunde. Ah, da sieht man auch schon. Wieder. Wie der Besen drüber gleitet. So, Kohle hier. Und ich schütteln und dann reinlümmeln. So, die Dinger drüber hier. Ja, dritte Hand hilft mit hier. So, kleines romantisches Feuerchen hier. So, hier. Jawohl, jeder einen in der Hand. Ich brauch zwei. So, dann immer schön drehen. Drehen, ja, das Fett, das läuft schon. Jawohl. Die Flames. So muss das sein. Einmal hin und her drehen hier. Da kann man sich leider schon so reinballern, aber ey, mit unserem Deko-Freund. Right. So, oh. Oh, sieht das gut aus. So, fertig ist das Ding hier. Yeah. Ab auf den Teller damit. So, Boys and Girls hier, schnell zur Seite packen. Solange sie noch warm sind. Ja, hier, schön auf dem Teller pariert. Barbecue-Sauce hier in so einen Teller reinschütten. Reinlunsen. Zack. Und ein Gläschen nehmen. Reinpieksen hier. Und jetzt wird natürlich ein bisschen Salzrand erstellt hier. Oh, ja. So. So, perfekt. Jetzt hier, Limette durchlummeln. Ja, noch eine zweite natürlich hier. So sieht's halbiert aus. Und hier die zweite, jawohl. Ah. Nehmen wir und let's press it, wa? Den Saft rauslümmeln. Lunsen hier. So, ja, die Kerne, die da rumschwimmen, die schnapp ich mir da raus. Die nächste reingepackt hier in den Topf. Oh ja, wie es runterläuft. So, ab in den Cocktailmixer hier. Ordentlich einen Schuss Wotti rein hier. Ja, auch nicht geizen, ne? Ah, schön ein bisschen hier. Ein paar CLs müssen noch rein. Hier ein bisschen Hot Sauce hier. Pfeffersauce hier. Kann auch Tabasco nehmen. Wustersauce, ein paar Spritzer hinterher. Richtig. Und dann ein bisschen weißen, gemahlenen Pfeffer. Und dann hier Tomaten. Jawohl, Tomatensaft. Der darf nicht fehlen in dem Lümmeltüte hier. Es wird die Bloody Mary. Und Eis, jawohl, Eis, Baby. In der Hand voll rein schon mal hier. Zack, hier. Aber ich schütte noch ein paar hinterher hier. So, und dann Deckel drauf. Shake it, Baby. Jawohl, oh. Jawohl, jetzt hier schnell die Deko in der Zeit machen, wo geschüttelt wird. Im Hintergrund wird geschüttelt. Und dann drauf die Deko. Nächste Wurst drauf spieken. Oh. Eis rein hier. Ja, Drink reinschütten.
Obacht, dass man den Rand nicht kaputt macht. Oh, wie sich's füllt, das Glas. Sellerie rein und dann pieksen wir da hier unseren Dekostab rein. Zwiebel oben drauf. Ja. Oh, ich fahre hier nochmal dran lang hier. Wahnsinn. Den könnte man sich schon reinballern, aber hey. Ich mache für die anderen auch noch einen Drink hier. So. Zack, gleiche Spielchen wie eben. Jetzt füllen wir auf hier. Zack, und hier auch nochmal reingepackt in den Lümmel hier. Oh, Deko nachher hinterher und dann. Wow, sehen sie so aus. Ah. Zitrönchen noch an, Freunde hier. So. Bloody Mary Johnny Style. Ab in Hals, Freunde. Ja, und jetzt kann man zugreifen. Boys. Prost. Ja, auf die Weihnachtszeit. Prost. Weiter geht's hier. Rosmarin, jawohl. Absäbeln hier. So, ein paar Stängeles. So, zack. Kleiner Nachschlag hier. Und dann auf dem Teller und dann halt flambieren. Richtig, ein bisschen ankokeln das Ding hier. Vollgas geben hier. Dann dem Grünzeug ein bisschen Zunder geben hier. Ja, ein bisschen aufmischen das Zeug. So, und nun. Hier, Glas beiseite hier. Und dann drüber stülpen und den Rauch sammeln. Oh, richtig. Ja, seht ihr, es kondensiert oben schon. Und da unten qualmt es sich. Und dann kann man zwischendurch nochmal ein bisschen anzündeln hier. So, und dann Deckel wieder drauf hier. Jawohl, den Rauch wieder fangen. Ja, da ist er gefangen da oben. So, sehr gut. Und nun, Freunde, ja, ihr wisst, was kommt. Deckel drauf hier, aber schnell. So, Rauch gefangen hier im Gläschen. Eis nehmen. Kühlen wir den Rauch erstmal ein bisschen runter hier. So, rein damit, paar Würfel. Und jetzt hier Limetten nehmen. Zwei Stück reingewämst. Wir können den Rauch schon ein bisschen einfangen. 2cl Gin. Ja. So, und nun rein damit. Aber Obacht, Freunde. Der Dampf darf nicht entfalten. Aber er legt sich eh schon ein bisschen. Und jetzt hier Wermut. Hm? 1cl. Reingelümmelt in die Tüte. Oh, ein bisschen drüber gelunzt. So, und dann rein damit. Hier. Ja, yeah. Und jetzt Tonic. Ja, yeah, Gin Tonic. Reingeschüttet hier. Jawohl, das qualmt auch noch so schön im Gegenlicht hier. Oh. So, Freunde. Jetzt startklar hier. Zweig rein. Ja, Rosmarin. Und dann ist er startklar. Und den schnappe ich mir jetzt auch. Ganz genau. Hier nochmal kleines Rezept links, ne? Kleiner Nachschlag. So, auf Weihnachten, Prost. Ja, ich hoffe, der kleine Cocktailausflug hat euch gefallen. Morgen kommt die letzte Folge, Freunde. Vorletzte. Ich vergaß, ist ja noch nicht Weihnachten. Eine Fright Night wartet morgen wieder auf euch. Ballert euch rein, Freunde. Hier! Yeah.